Beste Voraussetzung. Ich freue mich, dass ich euch das heute mal erzählen darf, dass ihr euch für meine Arbeit interessiert. Das ist ja nicht Voraussetzung eigentlich, denn ich bin noch nicht so lange dabei. Ich habe jetzt 2018 die Coaching-Ausbildung bei Cora und Harry gemacht und habe danach dann mit den anderen Coach-Geschichten für den Work-Health-Balance-Coach angefangen. Zeit davor natürlich Wingwave und Magic Words gemacht und habe dann versucht, mein ganzes neu erworbenes Wissen in der Schule einzubringen. Da kommt eine, die ist seit 30 Jahren an dieser Schule, hat um die 300 Schüler erfolgreich durch die Grundschule gebracht und da kommt eine mit neuen Ideen. Dass einem da eine Welle von Skepsis entgegenschwappt, das könnt ihr euch vorstellen. Ich habe versucht, erstmal unten anzufangen. Erstmal die Basis überzeugen. Kollegen, ich kann da was Tolles und darf ich dir nicht mal zeigen? Immer noch Skepsis. Dann habe ich angefangen, es heimlich nebenbei zu machen. Wenn da wieder die große Prügelei im Pausenhof anfing, hast mal Lust mit mir kurz zu reden? So, aus der Prügelei rausgeholt, wunderbar, kleines Coaching gemacht und dann ging es friedlich weiter. Da habe ich niemanden vorher gefragt. Und dieses jemanden vorher fragen ist eine ganz große Sache in der Schule. Das muss ja alles richtig und in Ordnung laufen. Daher habe ich mich dann daran gemacht, da so eine Ordnung reinzubringen, um auch die Kollegen mit ins Boot zu holen, um zu wissen, worauf sie sich da einlassen und was für ein großartiges Angebot ein Schülercoaching für eine Schule doch eigentlich ist. Ein Schmuck für die Schule, sagen wir mal. Und inzwischen, ich möchte da was vorwegnehmen, sagt mein Schulleiter, jeder Schüler hat ein Recht auf Coaching. Also soweit schon mal. Cool. Bis dahin musste ich ein bisschen daran arbeiten, Coaching abzugrenzen vom Beratungsfeld. Meine Kollegin, die Beratungslehrerin, hatte große Sorge zunächst, dass ich ihr da vielleicht etwas wegnehmen möchte oder dass das auch nicht mit so rechten Dingen zugeht, denn man weiß ja nicht. Bilaterale Hemisphären, oh weia, was ist das? Ich habe mich im Internet auf die Suche begeben, um Coaching und Beratung etwas voneinander abzugrenzen. Und das Beste eigentlich, kurz zusammengefasst, ist, Beratung ist ein strukturiertes Gespräch, praktische Anleitung, um Probleme zu lösen, beziehungsweise sich Lösungen anzunähern. Und für Coaching habe ich gefunden, lösungs- und zielorientierte Begleitung von Menschen, die zur Förderung der Selbstreflexion, Wahrnehmung des Erlebens und Verhaltens. Also, ich sage niemandem, so musst du das machen und am Ende muss das herauskommen, sondern das findet mein Coachee ja selbst. In unserem Emotionscoaching ergibt es sich. Durch die ganzen Tools, die ich hier lernen durfte, muss ich niemandem sagen, so jetzt musst du aber das und auf der nächsten Seite geht die Aufgabe so und so. Das tue ich schon in den restlichen Stunden. Ja, dann, wie findet man die Kinder, die für ein Coaching in Frage kämen? Ich habe mich an häufig wiederkehrende Probleme, die im Schulalltag vorkommen, herangemacht, sie aufgelistet. Da gibt es natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite die Probleme auf der Schülerebene und auf der anderen Seite die Kollegen. Die Probleme, die Lehrerkollegen so wahrnehmen. Ich möchte mal von den Schülerproblemen mal ein bisschen was anfangen. Selbstorganisation. Es gibt die Kinder, die wissen auch in der 4. Klasse noch nicht, warum man einen Zettel in die Mappe einheftet. Deswegen wird er erstmal irgendwo hingestopft und ist damit verschwunden für immer.
Konzentration. Ja, wenn man so viele Stifte in einer Federtasche hat, wie kann ich da mich an eine Aufgabe heranmachen, wenn ich erstmal Stifte sortieren muss, die mich dann wieder ablenken? Man kann auch wunderbar aus Stiften und Linealen Flieger bauen oder Radiergummitürmchen machen. Also Konzentration. Sag mal, Kind, konzentrier dich mal. Das klappt, ne? Dann Selbstsicherheit, Unsicherheiten, mit denen haben wir viel zu tun. Ein Kind, das anfängt zu weinen, wenn er in der Gruppe etwas sagen soll, der braucht Hilfe, die ich ihm geben kann. Ja, fängt an zu weinen und ich trau mich nicht und dann kommt er, ach, das schaffst du schon, und die ganze Klasse stürmt auf ihn ein, um ihn zu trösten. Also das ist so ein Fall, bei dem ich die Eltern hinterher dann angesprochen habe und gesagt habe, ich glaube, ich kann da was für ihr Kind tun. Ich habe da tolle Sachen gelernt und erlauben Sie mir doch, das mit Ihrem Kind mal zu machen. Alle Eltern freuen sich natürlich, wenn sie so ein Angebot bekommen. Dann haben wir in meiner Liste Unwohlsein und Angst. Angst vor allen möglichen Dingen. Kann Angst vor der großen Pause sein, wo dann wieder die wilden Kerle am Tischkicker stehen und da komme ich schon wieder nicht ran. Oder es kann auch Angst sein, dran zu kommen, wenn ich Hausaufgaben vorlesen soll und weil ich nicht so sicher bin, ob ich die richtig gemacht habe. Unwohlsein gehört da auch ganz viel mit dazu. Ach, ich bin nicht so gut vorbereitet oder wir schreiben jetzt einen Test und ich weiß nicht, kann nicht das. Lerntechniken gehören auch zu den Problemen auf der Schülerebene, weil man immer wieder hört, ich weiß nicht, wie das klingt. Da kann man als Lehrerin eine ganze Einheit dranhängen und es gibt immer noch Kinder, die am Ende sagen, ich weiß nicht, wie das geht, ich habe das nicht verstanden. Zweifel oder Glaubenssätze, ich kann nicht malen. Ich kann nicht malen. Oder ich kann kein Mathe. Ich bin zu dumm für Mathe, ich kann es einfach nicht. Ich habe auch gedacht, das sind Kindern, denen geholfen werden kann. Kommunikation unter den Kindern. Du hast meine Mutter beleidigt. Und dann dreschen auch die Viertklässler mal aufeinander ein. Dass es da andere Wege in der Kommunikation gibt, darüber kann man auch einiges erreichen. Jetzt hier auch die Konfliktfähigkeit dazu gehört. Wenn mir jemand sagt, du, dass ich dem nicht gleich ein paar auf die Nase gebe, sondern erstmal ein anderes Werkzeug zur Hand habe. Das wären so einige von den Problemen, die die Schüler für sich auch wahrnehmen als Probleme. Die Lehrer eher wahrnehmen, sind natürlich die Unterrichtsstörungen. Der sitzt nicht still, oh, der steht immer auf und dann rennt der rum, der sitzt unterm Tisch, der läuft rum, der muss immer raus. Oder Pausenkonflikte, ja. Die ärgern sich, hauen sich, schlagen sich mit Stöcken. Wir haben ein wunderbares, großes Schulgrundstück mit vielen Bäumen und Büschen. Manchmal hören die Lehrer auch so etwas wie Bauchschmerzen vor der Schule. Ich habe immer Bauchschmerzen. Ach, ich habe mein Kind heute mal zu Hause gelassen, es hatte Bauchschmerzen vor der Schule. Und dann kommt es nochmal vor, und dann kommt es nochmal vor. Das sind dann so Dinge, die Lehrer mir zutragen. Häufig auch mit der Vorbereitung, Material zusammenkriegen, was man im Unterricht dann braucht. Oder Hausaufgaben so zu machen, wie es erwartet wird, wie sie es können sollten, klappt auch nicht immer. Ja, Verhaltensmuster berichten mir Lehrer auch, Lehrerkollegen auch viele. Wenn der eine das so und so macht, die anderen machen das einfach nach. Und dann ist Chaos, ja. Materialorganisation wird auch von den Lehrern bemängelt. Wie kriege ich den dazu, seine Sachen beisammen zu halten? Das ist gar nicht so einfach. Aufmerksamkeit, Ablenkungen, wenn man da draußen Eichhörnchen rumhopsen sieht, da kann man auch nicht aufpassen. Das muss man auch ein Lehrer verstehen. Sag mal, okay, jetzt gucken wir uns alle dieses Eichhörnchen an, aber dann können wir weitermachen. Aber manche Kollegen sagen, oh, der kommt dann gar nicht wieder
zu seiner Sache zurück, zu seiner Arbeit zurück. Die Aufmerksamkeit, den Fokus zu setzen auf eine ganz bestimmte Arbeit, da kann man mit Coaching viel erreichen. So, ja, nochmal häufige Themen bei Kindern und Jugendlichen, wie sie dann direkt auf mich zukommen, auch das andere sind mehr so Probleme, die ich beobachtet hätte, sind Ängste vor Tests natürlich. Ich weiß nicht, was kommt da dran und ich kann nicht das. Ja, natürlich kannst du das, wir haben das doch alles gemacht. Hier liegt der Test, guck ihn dir an, das musst du können. Oh, ich kann das trotzdem nicht, also musst du noch ein bisschen mehr lernen. Aber eben auch solche Ängste können einem ganz schön im Weg stehen. So leicht man es den Kindern auch macht, auf dem Weg zum Test, wir müssen die Nummer machen, finden sie trotzdem immer noch irgendeine Sache, die sie davor, die daran hindert, das jetzt gut und locker über die Bühne zu kriegen. Stress auch auf zu Hause und mein Papa hat nie Zeit für mich und dann bin ich immer so traurig oder mein Papa spielt immer am Computer, wenn ich nach Hause komme, dem ist das so wichtig, der will spielen, der will nicht meine Sachen. Unzufriedenheit mit den eigenen Leistungen. Ganz großes Thema, wenn man Zensuren bekommt, wenn es so wirklich so schwarz auf weiß ist, vorher steht da, du könntest ja mal oder schon schön, was du da machst, aber. Und wenn da aber eine 3 steht und man hat eigentlich mit einer 1 gerechnet, sind sie unzufrieden, klar. Dann kann man mit Coaching sehr viel erreichen, um eine gesunde Selbstwahrnehmung dabei zu spüren und die auch durchgängig durchzuhalten. Ja. Wunsch nach Selbstbewusstsein, Konzentrationsfähigkeit und Freude. Manchmal ist es so, dann, ja, keine Lust. Ja, warum denn nicht? Und die Hand hoch. Kann das nicht mehr Spaß machen? Doch. Und dann versuchen wir da ein bisschen Spaß reinzubringen und meistens geht das dann auch. Und vor allen Dingen, wenn man den Ressourcenkoffer dann noch etwas besser bestückt, den jedes Kind dann so bei sich hat, da findet sich dann auch Freude für das eine oder andere. Bei dieser Auflistung von Problemen, die man so im ganz normalen Schulalltag immer wieder findet, es sind mir mehrere Dinge aufgefallen. Zum einen handelt es sich hierbei meistens um überfachliche Kompetenzen, mit denen die Kinder, die den Kindern fehlen, zum Teil. Denn ich kann nicht meine eigenen Fähigkeiten realistisch einschätzen und eigene Potenziale nutzen. Selbstreflexion, Problemfeld, personale Kompetenzen. Weil ich so, ich kann das alles schon, muss das nicht lernen. Da war was nicht realistisch eingeschätzt. Und es sind eben diese Dinge an überfachlichen Kompetenzen, die heute in der Schule von Schülern erwartet werden. Denn die, sobald die in Ordnung sind, funktioniert es auch in den Fächern. Wenn ich in einer Gruppe mit anderen Kindern zusammenarbeiten kann, dann kann ich auch in der Gruppenarbeit, im Sachunterricht oder in Mathe gut mitmachen. Selbstwirksamkeit hat Zutrauen zu sich selbst und dem eigenen Handeln. Wieder dieses ich trau mich nicht, ist eine reine überfachliche Kompetenz. Wenn man das dann drauf hat, funktioniert das auch mit der Präsentation im Sachunterricht, mit der Posterpräsentation oder mit einem Englischtext, den ich vorlesen möchte. Also diese überfachlichen Kompetenzen werden auch in unseren Zeugnissen hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern auch so ist, haben sie einen ganz großen Stellenwert. Also das ist diese überfachlichen Kompetenzen, Selbstkompetenz, sozial-kommunikative Kompetenz und lernmethodische Kompetenz sind durchgängig gültig für die Klassen 1 bis 4. So dass man in jedem Jahr Kreuzchen macht von leider gar nicht bis super toll und die Kinder immer wieder neu einschätzen muss.
Wir machen das natürlich auch vorher ordentlich mit Selbsteinschätzung, um das eben zu trainieren. Ich kann, ich weiß, was ich kann und was ich tue. Aber diese überfachlichen Kompetenzen, das kann nicht funktionieren, wenn man bei zwei Punkten sein Kreuzchen hat, folgt dem Unterricht aufmerksam, erinnert sich an Gelerntes, muss man sich nicht wundern, wenn man in Mathe dann eine, naja, 3 Minus ist hier ja noch in Ordnung, 5 Plus in richtig schreiben und solche Geschichten. Funktioniert auch nicht, wenn man seine Aufgaben nicht zügig bearbeitet. Und das ist auch eine überfachliche Kompetenz, nämlich eine lernmethodische Kompetenz. Damit ihr da einen kleinen Einblick drüber habt, darauf habt, was von den Kindern alles so erwartet wird im Schulalltag, habe ich das mal für euch mitkopieren lassen. Ein Zeugnis, eines Halbjahreszeugnisses in der 4. Klasse. Aber wie gesagt, die überfachlichen Kompetenzen sind in den ersten 4 Grundschuljahren in Hamburg gleich. Sodass man auch deutlich sehen kann, da sind Fortschritte in den und den Kompetenzen oder da ist das Kind stehen geblieben. Dann, also nachdem ich das so für mich erarbeitet hatte, dass es hierbei doch meistens um die überfachlichen Kompetenzen geht, ging es nunmehr darum, jetzt auch meine Schulleitung davon zu überzeugen, dass das alles Sinn hat, was ich da gelernt habe und dass unsere Schule davon nur profitieren kann. Es war zunächst nicht leicht. Die konnten mit den ganzen tollen Scheinen, die ich ihnen natürlich stolz präsentiert habe, nichts anfangen. Nun ging es wieder darum, diese Scheine auch mit die Zertifikate mit Inhalt zu füllen. Dafür hat ein Schulleiter gar keine Zeit, sich das alles anzuhören. Muss ich es eindampfen. Habe ich meine Coaching-Ausbildung in 2 Absätzen zusammengefasst und natürlich auch sehr viel über Wingwave-Coaching geschrieben, dann eher, um auch ihn damit ins Boot zu holen, dass man nicht nur im NLC macht, sondern auch mit Wingwave arbeiten kann. Nicht, dass von irgendeiner Seite kommt, die macht da so komische Sachen und ich weiß gar nicht, was das ist. Und deswegen habe ich ihn darüber etwas genauer informiert, habe ihm auch die Musik auf die Ohren gesetzt und habe ihm, weil ich ein paar Kollegen hatte, die meinten, das sei ja Hokuspokus. Und balancierte Hemisphärenstimulation. Konnte ich präsentieren, dass das eine gut beforschte Methode ist und konnte mit dem neuen Buch ja auch belegen, wie die Forschungsergebnisse sind der letzten Forschung, was alles dazugehört, um dieses ISO-Zertifikat zu bekommen. Darüber habe ich ein bisschen aufgeklärt. Das hat ihn sichtlich beeindruckt. Und so ein Zertifikatssiegel auch an der Schule mitführen zu können, wir haben hier jemanden, der macht das, das hat ihn beeindruckt. So, auch dass ich regelmäßig am Ball bleibe und mich weiter fortbilde, hat ihm gefallen. Und dass es damit eben nicht getan ist, sondern dass es weitergeht. Soll ich warten? Nö. Weitermachen. Ach so. Für euch kopiert haben wir auch noch einmal den Einschätzungsbogen für Lehrkräfte, wo diese überfachlichen Kompetenzen von dem Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung aufgedröselt sind. Das kriegt ihr aber auch auf der Homepage. Und hier sind die von diesem Institut. Also das darf sich jeder ausdrucken. Das ist kein Geheimdokument. Wo ganz genau Sätze drauf geschrieben sind, jetzt zum Beispiel für Lernstrategien ist es aufgedröselt, wendet Strategien an, plant, reflektiert und reguliert Arbeits- und Lernprozesse, bearbeitet Aufgaben selbstständig, eignet sich selbstständig Kenntnisse an und fragt bei Bedarf nach. Das sind ja viele Dinge in einem, die man super mit den Kindern durchtesten kann. Woran liegt es jetzt bei dir, dass dein Kreuz da ist und nicht auf der anderen Seite? Man kann diese einzelnen Aussagen sehr gut in einen Wingwave-Aussagenbaum mit einbauen und den erweitern, wenn es um den Kontext Schule geht. Deswegen, das ist...
Hier ist eingeschaltet. Das ist alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Natürlich. Super. Das ist eine tolle Idee, ne? Dass man das mal durchtesten kann. Und dann wäret ihr also ganz nah dran an der Schule, was da tatsächlich auch sich gewünscht wird von den Kindern. Ne? Mhm. Ja, geht weiter. Mhm. Gut. Es freut mich, wenn ihr dabei was findet, was ihr auch brauchen könntet. Die Kollegen konnte ich als erstes mit ins Boot holen, als es um den Einsatz der Wingwave-Musik im Unterricht ging. Ich habe die Kinder mit und ohne Musik beobachtet und wenn ich gemerkt habe, da läuft mal was nicht so glatt und rund, wollen wir mal was ausprobieren, hör mal ein bisschen zu, lehn dich zurück und wenn du magst, machst du die Augen zu, lehnst dich ein bisschen zurück und hörst ein bisschen zu und wenn du dann meinst, du möchtest anfangen mit der Aufgabe, dann fängst du einfach an. Sitzen die da, freuen sich über die schöne Musik und plötzlich geht es los. Aber das, wo vorher nichts zu holen war, flutscht. Hat mich sehr beeindruckt und ich habe das den Kollegen vorgestellt, habe für die ganze Schule MP3-Player und Kopfhörer organisiert, ihnen erstmal die Wingwave-App ans Herz gelegt, wie sie damit umgehen können. Jetzt haben wir ja auch noch den schönen Magic Talk dabei, der dann beim Lernen auch noch weiterhilft. Ich gebe die Wingwave-App auch als Empfehlung den Eltern mit nach Hause. Probier es aus bei den Schulaufgaben. Zimmer aufräumen ist ja auch so eine Sache. Nun macht nicht jeder so gern. Und dann geht es doch ein bisschen leichter. Also die Kollegen waren mit der Musik auch eher skeptisch, aber dann doch wohlwollend, freuen sich über dieses Tool, dass sie im Unterricht, wir haben ja im Schnitt 25 bis 28 Kinder zu betreuen und dass da nicht alle gleich wie alle Annikas lieb da sitzen, und, sondern dass da auch ein paar Dennisse und Kevins dabei sind. Das weiß jeder. Und dann hilft so eine Musik vielleicht dem einen oder anderen kleinen Chaoten ein bisschen weiter. Im Klassenunterricht selbst, bei mir, bestimmen die Schüler selbst, wann sie die Musik hören möchten und wann nicht. Wenn sie merken, sie bleiben stecken in einer Aufgabe, dann dürfen sie sich die Musik selbstständig holen. Sie geben mir nur ein kurzes Zeichen. Gut. Und dann geht es, wenn Sie sie nicht mehr brauchen, legen Sie sie zurück, achten auch drauf, ob das aufgeladen ist, das Ding, und sagen, nee, das muss jetzt wieder an den Strom. Also das läuft in meiner Klasse. Ich setze es ein im Klassenunterricht, einmal auch für Sorgfalt, im Schriftbild zum Beispiel. Oder wenn es darum geht, Dinge, den Musport im Fach mal durchzusortieren, da hilft die Musik auch sehr gut. Für Konzentration, auch für die innere Ruhe und den Fokus, wenn man einmal so aus der Pause kommt, dann kann er auch ein bisschen Musik ganz gut gebrauchen. Systeme zu erkennen, worauf kommt es bei dieser Aufgabe eigentlich an? Ist ganz toll mit Mathe, mit der Musik erkennen Sie Systeme im Unterricht sehr viel schneller. Und auch für die Vorbereitung, wenn Sie eine Präsentation halten sollen, dann setzen Sie sich noch mal kurz mit den Kopfhörern in den Gruppenraum und kommen dann rüber, wenn Sie soweit sind, und kommen Sie mit Ihrem Poster unter dem Arm, aber ohne Kopfhörer. Den Eltern zu Hause mit der App habe ich das empfohlen, für Konzentration, für Hausaufgaben oder eben auch mal das leidige Aufräumen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen es bitte nicht benutzen, damit das Kind jetzt die Spülmaschine ausräumt oder den Müll rausbringt, damit es soll nicht. Also nicht ausweiten, nicht ausnutzen. Schade. Dann im Einzelcoaching verwende ich die Musik zur Verfestigung von positiven Emotionen, eben auch nach einem Coaching. Dann denk noch mal daran, was du eben erlebt hast. Hör dir die Musik dabei an. Nachdem etwas eingewebt wurde, verfestigt das doch mit diesem akustischen Anker nochmal schön. Schön die Emotionen, ja.
auch mit der Fokussierung auf ein Thema, sich Gedanken machen über etwas und das herausfinden, geht es im Einzelcoaching auch gut. Oder wenn Sie sehr aufgeregt sind, oh, was passiert hier jetzt heute im Coaching? Wenn Sie kribbelig sind und ja, um dann so, Martin, dann kram ich noch irgendwas rum, so hörst du so lange schon mal die Musik und beschäftige mich dann noch für ein paar Minuten mit etwas anderem und dann wollen wir uns mal anfangen und dann, dann geht es eigentlich ganz gut. Ja, ein guter akustischer Anker, den Sie dann auch zu Hause, sofern die Eltern dann die App runtergeladen haben, weiterführen können. Gut, und auch mal für eine kleine Auszeit, eine Pause machen. Ich kann jetzt nicht mehr, Frau Grünberg, ich kann nicht mehr. Bitte. Also man kann sie wirklich wunderbar, sehr vielseitig einsetzen und es entspannt den Schulalltag deutlich. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, so Vorher-Nachher-Fotos, die haben wir dann auch im Skript drin, nicht? Die werden Skript, wir, ja, genau. Sind die drin und die sind dann vielleicht auch nochmal in der Präsentation. Wie das Ganze jetzt an unserer Schule implementiert wurde, ja, Beispiele können man natürlich immer ohne Ende sagen, aber wenn jemand immer nur rausgeht und sich mit anderen prügelt, dann kann ja jeder sagen, da stimmt wohl was nicht. Und mit dem dann ja, die Wut aufspüren, die in ihm steckt und wegwinken aus dem Körperteil und dann noch ein bisschen Wohlsein als Ressource für die nächste Pause mitnehmen. Und dann kann man ja in der nächsten Pause auch schon mal gucken, wie geht's dir denn jetzt heute? Super, dann können Sie plötzlich auch cool aneinander vorbeigehen, wenn man so eine kleine Pausenintervention mal mit den Kindern machen konnte. Auch schön hilft das Aura-Training, wenn man eben in rosa Zuckerwatte gepackt auf den Schulhof geht, steht man ganz anders da, ne? Dann hat man einen guten Puffer. Und wenn das dann auch noch ein bisschen verfestigt wird, also die Kinder kommen, nehmen es super an. Oder Auftritt, Schulfest. Ich muss was auf dem Klavier vorspielen. Ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Natürlich kannst du das. Und dann mit einem positiven Moment, an dem wir uns erinnern, den dann eingewoben und verfestigt. Und das war in diesem Fall jetzt der Applaus, wenn man fertig ist, nach dem Vorspielen. Den Applaus. Den haben wir dann schon, den haben wir damit wieder hochgeholt, verfestigt und die kam wirklich 10 cm größer in die Aula und setzte sich ans Klavier. Und also war von Auftrittsangst wirklich nichts mehr zu spüren. Das ist das Schöne an der Schule, nicht? Dass es nicht nur eine Sache ist, man hat ja nicht nur die Raufbolde, sondern man hat dann eben auch die Annikas, die schön Klavier spielen. Denen kann man weiterhelfen. Dass die ganzen Kinder, die sonst so in der Grauzone dazwischen leicht verloren gehen im Schultag, die kann man mit dem Coaching wunderbar erreichen. Natürlich haben wir die E-Kinder, die Inklusionskinder. Die laufen in einem separaten Programm. Dann hat man die, naja, können eben kein Mathe oder können eben kein Deutsch, die gehen dann regelmäßig in den Förderunterricht. Aber was ist mit denen, die kraggelig schreiben, wo man nichts hinterher lesen kann? Was ist mit denen, die morgens Bauchweh haben oder immer in der Schule Kopfschmerzen kriegen? Was ist mit denen? Was ist mit denen, die dauernd dazwischen rufen und die anderen beleidigen und schlecht machen? Das ist ja kein Fall für Inklusion. Okay. Aber dann können wir eben mit 3 Coaching-Sitzungen viel erreichen. Ja, Klassenclown, Konzentrationsmangel. Ich glaube, so manche Kinder bräuchten das Ritalin nicht, wenn sie gut gecoacht worden wären. Ja, und das ist das Schöne. Okay.
damit ihr noch ein bisschen was von meiner Mühe, das in der Schule auch in Gang kriegen zu können, mitbekommt, habe ich euch einmal die paar Sachen zusammengeschrieben, dieses Prozedere an unserer Schule jetzt. Es geht ja nicht so einfach, dass man mal jetzt anfängt und was tut. Das muss ja alles seine Ordnung haben. Also, Klassenlehrer informiert Lerncoach Grünberg über mögliche Ansatzpunkte und Situationen. Das ist also ein Problem, das der Klassenlehrer an mich heranträgt. Lerncoach Grünberg hospitiert auf der Grundlage des Gesprächs mit dem Klassenlehrer. Da kriege ich plötzlich von der Schulleitung sogar solche Stunden. Jahrelang habe ich darum gebeten, dass mal bitte jemand in den Unterricht kommt und guckt, ob das auch alles so richtig läuft. Aber jetzt. Also, ich darf hospitieren. Danach spreche ich mit meiner Freundin, der Beratungslehrerin und Förderkoordinatorin. Wir entscheiden gemeinsam, nicht ich entscheide, wir entscheiden gemeinsam. Das Schulcoaching ist auch dem Beratungsfeld zugeordnet bei uns. Also wir entscheiden gemeinsam, ob entweder kein Fall vorliegt, der hatte nur einmal Bauchschmerzen, der braucht uns nicht, ob es ein Fall für Beratung ist oder ob es ein Fall für Lerncoaching ist. Und meiner Erfahrung nach jetzt wirklich so diese Grauzone, die beim Förderunterricht nicht mit dabei sind und die aber auch nicht bei dem Fördern für die Begabtenförderung jetzt unbedingt mit dabei werden, die so richtig durch die Raster fallen, das wären dann meine Lerncoaching-Kinder. Wenn sie möchte, darf auch die Beratungslehrerin nochmal hospitieren kommen. Und dann geht's los. Lerncoach informiert die Eltern des Schülers oder der Schülerin mit Infobrief. Den habt ihr im Skript. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich diesen Brief durch hatte. Schweigepflichtentbindung habe ich hier jetzt noch nicht dabei. Es liegt aber auch vor. Also ich informiere die Eltern des Schülers mit dem Infobrief. Dazu gibt es noch eine Schweigepflichtentbindung, nämlich damit ich auch mit meiner Kollegin drüber sprechen kann. Bei mir hat er das und das gesagt, ist das rausgekommen und damit ist es jetzt erledigt, ist das Thema vom Tisch. Brauche ich eine Schweigepflichtentbindung. Dann, für Rückfragen zur Verfügung. Das heißt aber, nicht alle Eltern dürfen mich jetzt anrufen, sondern die Eltern geben ihre Telefonnummer an, und ich rufe sie zeitnah an. Aber ich stehe eben für ein Gespräch zur Verfügung. Dann kriege ich hoffentlich eine Einverständniserklärung der Eltern über die Klassenlehrerin zurück an mich. Dann vereinbaren wir den ersten Termin mit Schüler, Klassen und gegebenenfalls Fachlehrern. Das ist ganz wichtig, denn ich kann ja kein Kind aus einer Mathestunde holen, wenn in der nächsten Stunde ein Test geschrieben wird. Letzte Mathestunde vor der Arbeit ist ungünstig, wenn man jemanden da rausholen würde. Ah, oder es sei denn, er hat Prüfungsangst. Um auch mit Fachlehrern das alles ins Grüne zu kriegen, meistens sind das dann so Sachen, die eine Kunststunde, da kann man dann vielleicht schon mal drauf verzichten, oder eine Religionsstunde. Ich unterrichte an einer katholischen Schule. Dann mache ich mit dem Kind also die erste Sitzung in Zielfindung und Methodentransparenz, geht auch mit den Kleinen wunderbar. Klärung von Fragen. Ohne Eltern. Alles ohne Eltern. Dann spreche ich Termine ab für zunächst nur zwei weitere Sitzungen. Dann treffen wir uns wieder, Lerncoach, Klassenlehrerin und Förderkoordinatorin, und besprechen, ob man weitermachen müsste oder nicht und wenn ja, warum. Wir vereinbaren eine Probezeit von 2 Wochen, dass die Lehrer dann mal ein bisschen genauer auf das Kind gucken oder auch in der großen Pause gucken. Und auch in der Nachmittagsbetreuung noch einen Blick drauf haben. Entschuldigung, jetzt muss ich verlangen.
hatte eine so eine Wut immer auf eine Nachmittagsbetreuerin. So eine Wut, ich kann nicht anders. Alle haben sich über ihn beschwert, dass er sich nicht benimmt in der GBS am Nachmittag. Und diese Wut haben wir wunderbar geknackt. Das ist kein Thema mehr. Und sie vertragen sich jetzt. Das ist alles. Ja, so einfach kann Schule sein. Ja, wir evaluieren, was hat es gebracht. Und geben den Eltern und Schülern natürlich eine Rückmeldung. Das war jetzt so mein Part, den ich euch von meiner Arbeit mitgeben wollte. Ich hoffe, ihr könnt da was rausziehen, dass ihr da das eine oder andere findet, was ihr vielleicht mit Kindern gebrauchen könnt. Super, Josi.